Das ist ein Test. Das ist ein Test. Moin, moin, liebe Supersuchtis, hier ist der Floppy und im Hintergrund klickt der Klick-LP. Aha, moin. Wir lernen heute mal den Unterschied zwischen Burst-Shot und ich halt mal drauf, bis jemand stirbt. Shot. Genau. Wenn man nur so raufhält, wie jetzt hier zum Beispiel gleich, wo ist der Gegner? Hallo? Na, da ist ein Gegner. So, ich treffe nichts. Bei Battlefield ist es halt so realistisch eingestellt, das ist halt nicht so wie bei Modern Warfare. Vielleicht haben ja auch die meisten Modern Warfare-Überläufer praktisch dieses Problem. Da gibt es halt nicht so wirklich Rückschlag. Recoil. Bei Battlefield ist es halt sehr realistisch oder so nah wie möglich an der Realität angepasst. Und deswegen gibt es Recoil. Und das ist halt, wie gesagt, dieser Rückschlag, was die Waffe nach oben zieht. So ein bisschen. Ne? Also man sieht es hier, wenn ich jetzt aber Burst Shot mache, also praktisch immer so antippe, die Maus oder den Joystick bei der Xbox. Ich sag mal. Dann hat man eine viel präzisere Kontrolle über die Waffe und über die Munition, die daraus gefeuert wird. Man zieht nicht so hoch. Wenn man also Burst Shot macht, man hat viel mehr die Kontrolle. Man bleibt auf einem Punkt und das macht die Sache alles noch viel akkurater. Ne? Also ihr seht da, Burst Shot, okay, alles auf einem Punkt. Ich drück mal und treff mal. Ja, dann sprüht es halt in und her. Klar, man kann natürlich auch mit der Maus runterhalten, aber das ist viel schwieriger und viel anstrengender, als wenn man einfach nur ein bisschen rumtippt. Die Famas zum Beispiel finde ich super geil. Ihr findet sie alle scheiße, ich weiß. Ich bin letztens auch geraged. Hallo. Aber ich finde sie zum Beispiel im Zusammenspiel mit Burst Charting sehr gut. Weil, wie ihr seht, die hält sehr still. Ist so ein bisschen wie, weiß nicht, also sie fühlt sich leicht an. Ich weiß, man hat sie nicht wirklich in der Hand, aber sie fühlt sich irgendwie leicht an. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Aber so kann ich es erklären. Es gibt wirklich hier Waffen im Spiel, die fühlen sich viel massiver, viel schwerer an, wenn man sie hat. Wenn man sie kontrollieren muss. Natürlich logischerweise die ganz großen MGs. Oder jetzt zum Beispiel eine Shotgun, die ja auch ziemlich nach oben reißt. Also probiert es mal. Erst recht für all die Modern Warfare-Fans, die... Oh, guck mal hier, da ist er schon wieder. In der Glamour. Die jetzt zu Battlefield gewechselt sind, weil sie gesagt haben, hey, ich will endlich mal ein Spiel mit ordentlicher Grafik. Die können es ja mal ausprobieren. Die können es ja mal ausprobieren, weil dann macht es nämlich vielleicht für euch Sinn. Also falls ihr noch nicht herausgefunden habt, warum ihr so frustriert den Controller in die Ecke schmeißt, das könnte es durchaus sein. So, das war's doch schon wieder. Das ist eine kurze Message hier. Die meisten von euch wissen das wahrscheinlich sowieso schon. Ist auch übrigens bei Distanzschüssen ist das Burst-Shooting extrem wichtig. Da bringt es natürlich noch mehr, wenn man akkurat auf einen Punkt nur trifft. Max, möchtest du noch irgendwas Kluges dazu sagen? Dachte ich mir. Deswegen sagen wir jetzt auf Wiedersehen. Tschüss. Mit dieser hübschen Claimer und diesem Distanz-Bursting. Bursting? Burst. Ah, ficken! Die stand doch da oben.